Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir spielen heute Project Hospital. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unsere finanziellen Reserven etwas aufgebessert, könnte man sagen. Und wir hatten ja gesagt, die nächste Tätigkeit, die wir machen wollen, ist die stationäre Notaufnahme. Hier. Dazu müssen wir natürlich etwas ausbauen und zwar brauchen wir hier diese Räume. Wir brauchen Tag- und Nachtpersonal. Also müssen wir hier durchaus etwas erweitern, könnte man sagen. Dazu würde ich sagen, bauen wir hier erstmal ein wenig Fundament an. Ich gucke mal, dass es nicht ganz so teuer wird. Erweitern kann man später ja immer noch. Dann hätte ich gerne die Wände einmal hoch, weil ich da dieselbe Außenwand wie hier hin haben möchte. Das ist diese hier. Zack, zack, zack. Und dann hier bitte auch einmal. So. Die eine Wand hier vorne kann, glaube ich, raus. Die macht da so wenig Sinn. Und hier die Wand kann hier auch erstmal weg. Und dann hätte ich gerne einmal die Wände genauso, wie die da aus sind. Und damit malen wir jetzt hier erstmal das Ganze an. Wobei die Wand hier vorne, ich mache sie erstmal weg. So, dann müssen wir die Kamera mal drehen, dass wir hier die Wände auch mit dem neuen Look, sag ich mal, ausstatten können. So, dann brauchen wir hier natürlich einen Eingang für unseren Rettungswagenmenschen. Und dort sollte dann eigentlich auch der Schockraum in die Nähe. Hier vorne könnte man das Räume, Bereitschaftsraum für die Schwestern. Den würde ich hier hin machen. Den kann man dann mit so einer Theke quasi vom Rest des Gebiets hier quasi abtrennen. Hier vorne kommt Korridor hin. Hier würde ich auch noch einmal einen Streifenkorridor lang ziehen. So. Hier hinten können Zimmer hin. Direkt neben den Ganzen würde ich hier den ersten Schockraum bauen. Dann hier einmal bitte Korridor. Weil hinten machen wir das Ärztezimmer. Bereitschaftsraum Ärzte. Hier. Und dann kann hier nämlich die Überwachungsraum Stationsdingens hin. So. Und hier hinten haben wir dann noch Platz für weitere Schockräume, eventuell. Wie viel ist der groß? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, da müsste man dann hier gucken, dass man hier noch bei den einen etwas breiter machen. Wie groß müssen die? 4 mal 4. Ja gut, da macht man hier einen 5 oder 4 mal. Oder man nimmt hier, wir nehmen hier am besten noch einen Streifen weg, würde ich sagen. Raum löschen. Den aber bitte weg. Trauma. 2, 3, 4, 5. So wollte ich das eigentlich nur haben. 5. Und hier hinten kommt dann ein etwas größerer hin. So. Aber die beiden Räume, die sind noch nicht geplant. Deshalb machen wir hier erstmal wieder Korridor hin, damit das hier auch geputzt wird. Und da nicht irgendwie das Spiel meint, das will ich so nicht. So, dann brauchen wir Wände. Beziehungsweise, wir brauchen einfach Fußboden. Fußboden ist was Schönes. Und zwar die Korridore. Die kriegen hier diesen weißen und hier vorne, das wird auch mit diesem weißen Fußboden versehen. Und dann bei den Schwestern
würde ich sagen, hier ziehen wir erstmal eine Linie lang. Dass man da nicht reingehen soll, darf. Oder sieht das besser aus? Ja, sieht, glaube ich, besser aus. Und hier würde ich dann tatsächlich diesen roten Boden reinlegen. So. Gut, dann haben wir das. Im Schockraum würde ich tatsächlich weiße Fliesen legen. Einfach, weil sich das leichter reinigen lässt. Und hier hinten einen hellen Boden in die Überwachungsstation. Und hier hinten machen wir erstmal ganz normal weißen Boden. Obwohl, nein, da machen wir gleich Fliesen, wie sie in den Schockräumen kommen rein. Da brauchen wir da später nicht nochmal Geld für ausgeben. Und die Ärzte kriegen helles Parkett. So. Dann haben wir das. Dann fangen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal hier mit dem Schwesternbereich an einzurichten. Dort brauchen wir nämlich... brauchen wir Schreibtische brauchen wir nicht zwingend. Wir können nämlich, soweit ich weiß, auch die Theken dafür benutzen hier. Gibt es die auch? Die gab es doch auch in ohne. Da. So, rot. Die stellen wir dann nämlich hier entlang. So. So. Und da vorne kommt dann einmal die hin. So. Genau. So wollte ich das mit den Theken. Hier. Dann PC. Kriegen sie erstmal diese hier. Da stellen wir da. Da einen hin. Und da einen hin. Kann man später immer noch erweitern. Und die kriegen hier diese hübschen oder nicht ganz so hübschen Sesselchen. Jetzt gucken wir mal, ob die auch vor den Computern stehen. Das sieht gut aus. So, damit haben wir das. Dann brauchen wir hier noch so ein Essenwagen-Ding. Stellen wir mal da hin. Fahrbaren Geräteschrank brauchen die Damen und Herren auch noch. Sollen sie bekommen, daran soll es nicht hapern. So, dann aber auch noch eine Krankentrage. Da stellen wir hier zwei hin. Ja. Sollten wir hier für die eigentlich alles haben. Dann die Überwachungsstation. Es gibt nicht zufällig so halbe Wände, oder? Nee, leider nicht. Bei Sims 2 gab es so halbe Wände. Die wären hier ganz nett. Die würde ich hier als Raumtrenner quasi benutzen. Gut, dann muss die Überwachungsstation tatsächlich ohne die auskommen. Und dann stellen wir hier erstmal Betten rein. Dann machen wir am besten immer zwei Abstand zwischen, dass die Patienten hier nicht ganz so sich gegenseitig auf die Pelle gehen. Zack. Zwei Abstand. 1, 2. Zack. 1, 2. Stellen wir den so hin. So, damit haben wir das dann. Biohazard Eimer. Einmal da. Ein da. Ein da. Einfach damit, dass die Leute nicht so weit laufen müssen. Dann brauchen wir mobile Arbeitsplätze. Mit den Rot. Stellen wir einmal einen hier hin. Und einmal einen hier hin. Auch da, dass die Leute nicht so weit laufen müssen. Nachttische. Brauchen wir hier bei den Betten. So, das haben wir. Hier Handdesinfektionsding. Einmal hier. Gut. Bleibt nur da. So, dann Geräteschrank. Hätte ich gerne in der Version. Da einmal welche hin. Hier einmal welche hin. So. Defi. Machen wir einen hier oben. Einen hier unten. So, dann hier diese Analysegläschen. Einmal oben, einmal unten. Immer damit, dass sie nicht so weit laufen müssen. Dann Patientenmonitor. Welchen nehmen wir da? Nehmen wir den etwas günstigeren. Wir müssen ein bisschen aufs Geld noch achten. Wir können ja noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Warum kann ich den da nicht bauen? Ach, da fehlt eine Wand. Dann Wand, 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 Kamera,
Wipp. So, da haben wir die Hand. Jetzt müssten wir auch den Patientenmonitor setzen können. Das war der. Genau, jetzt geht das. So, dann kriegen die hier noch diese typischen Krankenhaus-Bett-Dinger. So. Dann packen wir aber jedes von den Betten hier noch, damit das optimaler läuft, wenn das geht. Oh, okay. Einmal eine Lampe, um die Patienten hier besser untersuchen zu können. Und hier so ein Audio oder wie das Ding heißt. Einmal oben, einmal unten. Und dann müssten wir den Pflichtteil tatsächlich haben. Können wir uns jetzt daran machen, einmal nochmal auf Wände zu schalten. Und dann ziehen wir hier eine Wand lang und da eine Wand lang, die so aussieht. Und im Schockraum hätte ich tatsächlich lieber diese weißen Fliesen. Ja. So. Hier nochmal. Und da nochmal. Hier können wir eigentlich gleich komplett durchziehen. So. Dann haben wir das für den Schockraum auch. Da brauchen wir jetzt natürlich noch eine Tür. Dann machen wir einmal eine nach da und eine nach da. Einfach damit, dass wenn der Rettungswagen kommt, die ja leicht reinkommen und die Ärzte von da schnell reinkommen. Bisschen praktisch denken schadet nicht. Ein Operationstisch. Der kommt hier in die Mitte. Dann brauchen wir einen Anästhesie-Arbeitsplatz. Der kommt nach da. Weil da würde sich fast anbieten, das Ganze einmal andersrum aufzubauen. Stell den mal weg. So, nämlich. Also wenn der Arzt von hier reinkommt, dass er da gleich die Sachen sieht, die da Phase sind. Und dann hier an die Tür einmal ein Desinfektionsding. Da an die Tür ein Desinfektionsding. Waschbecken. Hier einmal in die Mitte, bitte. Was brauchen wir noch? Hier so ein Mülleimer, der kommt noch da. Ein Geräteschrank, ein fahrbarer, wobei den können wir glaube ich auch, wenn wir den Geräteschrank hier nehmen. Hat sich das gleich mit dem fahrbaren Geräteschrank genau erledigt. Die stellen wir hier ein bisschen hin. Wir haben auch genug Ablagefläche wie für die anderen Sachen hier, die wir noch brauchen. So, dann Bilddingens, das muss dahin. Okay, dann kommt das dahin, wenn das dahin muss. Dann hier so eine lustige OP-Leuchte. Ein Defi. Kann im Schockraum definitiv nicht schaden. Ein mobiler Arbeitsplatz. Ja, den hätte ich aber gerne in diesem OP-Farbton. So, und dann müssten wir eigentlich auch alles haben, was wir hier brauchen. Ich gehe mal kurz darauf, was wir da nicht brauchen, ob man da noch was entstellt. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Wir haben eigentlich auch schon genug Geld für die Abteilung jetzt ausgegeben und das Ärztezimmer fehlt ja auch noch. Da machen wir von den Wänden Außenwand, Farbaußenwand, das macht sich da nicht so. Machen wir hier, Farbe ist das Fliesen? Ja, Fliesen will ich nicht, ich will eine Wand. Farbige Wand, aber ich hätte die gerne in hell. Farbige Fliesen und Wand, gibt es keine helle? Was ist das? Nicht benutzen? Okay. Weiße Wand. Scheint nicht irgendwie. Farbige Fliesen. Farbige Fliesen und Wand. Ich will eigentlich irgendwie sowas. Ich will zwar dieses Rot haben, aber ich will es in heller haben. Nicht dieses Schweinchenrosa. Naja, gut, kriegen die Ärzte hier im Ärztezimmer das gleiche wie in den anderen Bereichen des Krankenhauses, hier in dem Sektor, nenne ich es mal. So, dann brauchen die Ärzte natürlich noch eine Tür. Da kommt hier die kleine Zutritttür hin. Und dann brauchen wir hier noch ein bisschen halt Fenster. Die Ärzte können durchaus ein bisschen Licht vertragen. So, dann brauchen wir hier Schreibtische. Die stellen wir mal hier so hin. Und da stellen wir erstmal, müssten nämlich ein Arbeitsplatz reichen am Anfang. So, das ist das. Was kann hier noch?
Ein Aktenschrank kann eigentlich im Erzzimmer auch nicht schaden. Was haben wir hier sonst noch? So einen Drucker braucht der Arzt eh. Dann gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Ein bisschen Deko hier, ganz wichtig. Einmal ein Feuermeldergerät. Dann ein Flucht- und Rettungsplan. Und ein Feuerlöscher kann auch nicht schaden. So, was haben wir hier sonst noch so? Das stellen wir einfach mal als Deko dahin. Broschüren. Kann man die auch andersrum da drauf stellen? Leider nicht, schade. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Kasten. Ja, der macht sich auch immer gut. Nehmen wir einen hier hin. Dann nehmen wir einen hier hin. Was haben wir sonst noch so? Akten. Die können wir da mal hinlegen. Info-Ding. Kommt nach da. Kein Zutritt, das brauchen wir nicht unbedingt. Bilder. Eine Pinnwand, natürlich. Die Leute sollen ja wissen, wann sie Schicht haben, ne? Das gleiche hier im Ärztezimmer natürlich auch. Die Ärzte müssen ja auch wissen, wann sie Schicht haben. Und hier, damit das die Ärzte sich ein bisschen weiterbilden können, ein paar random Informationsplakate, Arterien, darüber sollte ein Arzt immer Bescheid wissen. Dann können wir hier noch einen Schädel hinstellen. Eine Stehlampe, ja komm, hier die Ärzte kriegen noch eine Stehlampe. Brauchen wir noch irgendwas? Irgendwas, was ich noch gut machen würde. Was ist das? Okay, das ist ein Geschenkschild-Ding. Ah, hier so ein Automat. Steht zwar normalerweise selten in der Notaufnahme rum, aber warum nicht? Wasserspender kann eigentlich, der kann definitiv nicht schaden. Jo, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Einrichten auch schon fertig. Ich stelle jetzt noch schnell Personal ein. Und zwar sieht er ja hier, wir brauchen mindestens eine Krankentrage. Wir haben zwei, das passt. Wir brauchen mindestens einen Pfleger in der Tagschicht. Da stellen wir mal schmutzige Füße, lange Arbeit, das ist alles nicht das Wahre. Fleißiger Mitarbeiter, Widerstand, Ruhelevel sinkt, ja, den nehmen wir. Und dann brauchen wir für die Nachtschicht natürlich auch noch eine, oder ein. Und da würde ich fast sagen, dann nehmen wir hier die Jessica Thielmeier. Und dann brauchen wir noch Ärzte Tag und Nacht. Für die Tagschicht würde ich mal, hier den nehmen wir dann für die Nachtschicht. Der ist nämlich eine Eule, das heißt, er ist nachts. Das Elternteil, das ist alles nicht das Wahre. Ich schließe mal kurz und setze erstmal den einen in die Nachtschicht hier. Und hoffe, dass jetzt hier was Gescheites auftaucht als Ersatz. Es war nichts Gescheites, aber besser als nichts. Stationäre Aufnahme ist eröffnet. Und weil wir lustig sind, stellen wir noch einen Arzt für die Nacht ein. Hier in der Ambulanz. Und dasselbe tun wir dann auch nochmal für die anderen Abteilungen. Da gucken wir mal. Radiologie, weiß ich nicht. Labore sparen wir uns erstmal. Hier Chirurgie sparen wir uns auch erstmal. Und dann schön, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier bei Klingogens heißt, wir bauen ein Krankenhaus, retten Menschenleben, jetzt auch mit Aufnahme. Bis dahin, euer Kirk von Klingo Games.